Hier ist London Calling. Mit euch spricht Tash auf Buccaneer. Hier hört ihr, was ihr nicht hören sollt. In unserer heutigen Welt mussten wir uns daran gewöhnen, von der Optik an unserer Schläfe überwacht zu werden. Von den Kameras um. Hier ist London Calling. Mit euch spricht Tash auf Buccaneer. Heute bei The Upload. Wir sprechen über Sky Larson, die geheimnisvolle Gründerin von BrokerTech. Jeder kennt ihren Namen, aber kaum jemand weiß wirklich mehr über sie. Heutzutage sehen wir sie sogar nur noch als Hologramm. Sie war noch ziemlich jung, als sie BrokerTech gründete. Das Unternehmen, das bekanntermaßen der Welt Bagley brachte. Heute kann man sich eine Welt ohne Bagley kaum mehr vorstellen. Bagley ist die fortschrittlichste, wichtigste KI unserer Zeit. Mit ihm hat sie alle vorherigen KIs komplett in den Schatten gestellt. Meiner Meinung nach ist es wirklich unglaublich, was Sky Larson mit Bagley vollbracht hat. Ja, man kann sich die Optik kaum ohne Bagley vorstellen. Aber was weißt du über Sky Larson selbst? Nicht viel, außer dass sie wirklich eine außergewöhnliche Persönlichkeit ist. Ich verfolge ihre Arbeit jetzt schon eine ganze Weile und sie war immer ein ziemlich privater Mensch. Angeblich ist sie auf dem Land aufgewachsen, aber wir wissen eigentlich fast nichts über sie, außer dass sie diese Technologie entwickelt hat, die wir jetzt alle nutzen. Ich fand es schon immer ein bisschen gruselig, dass sie so besessen ist von diesem Transhumanismus. Warum auch nicht, wenn man so ein unglaubliches Gehirn hat wie Sky? Natürlich muss man sich das zunutze machen. Wenn du deine Leistung durch Technologie steigern, deinen Körper und die Welt um dich herum verändern und verbessern kannst, wenn man Technologie verwenden kann, um sein Leben zu verlängern und die menschlichen Fähigkeiten zu erweitern, warum nicht? Das hört sich an, als wärst du komplett verschossen in Sky Larson. Kein Kommentar. Aber ich bin ein großer Fan ihrer Arbeit. Sie ist einer dieser Menschen, die die Welt um uns herum transformiert haben. Und zu sehen, wie sie denkt und arbeitet, ist selbst aus der Ferne ziemlich unglaublich. Einige ihrer Technologien haben unser Leben grundlegend verändert und Bagley leistet der ganzen Menschheit wirklich große Dienste. Hab ich schon erzählt, dass ich Sky Larson mal interviewt habe? Wirklich? Ich dachte, sie redet nicht mit den Medien. Das ist auch schon echt lange her. Damals war sie noch ein wenig offener und zugänglicher. Und sie war einer dieser Menschen mit einer unglaublichen Präsenz. Allein ihre Anwesenheit inspirierte dich und sie war einfach nur verdammt talentiert und gebildet. Vielleicht einer der besten Menschen, die ich je getroffen habe. Das klingt nicht besonders objektiv. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie sehr sympathisch ist. Es ist offensichtlich, dass sie das Menschsein verachtet. Ich vermute, sie ist der Ansicht, dass ein Leben als Daten besser ist als eines als Mensch. Sie ist einer dieser Menschen, die in allem, was sie tun, extrem methodisch vorgehen. Sie ist perfekt. Buccaneer hört ihr The Buck. Hallo Widerständler, es ist wieder Buckzeit. Sitzt ihr bequem? Nein? Gut, so soll's sein. Hier ist The Buck. Ich bin Andy und mit mir seziert die Geschwüre an der Leiche des einst freien Britanniens, Alice. Hallo Andy. Heute werden wir mit euch über Albion sprechen. Dein und meine Freunde, Alice. Die Regierung hat Albions Vertrag verlängert und prahlt außerdem damit, dass Gewaltverbrechen auf einen Rekordwert gesunken sind. Albions Vertrag zu verlängern, kommt mir vor wie einen Hund zu haben, nennen wir ihn doch Nigel, der einen jeden Tag beißt, um zu überlegen, wäre es nicht super, wenn Nigel Junge hätte?
Dieser Vertrag wurde schon so oft verlängert. Er sieht aus wie der Hals eines Politikers, der die Regierung kritisiert hat. Ich bin mir nicht sicher, wie diese Vertragsverlängerung verhandelt wurde. Wohl wie mit einem Fußballer. Albions Agent hat wahrscheinlich Stories an die Presse darüber rausgegeben, dass Barcelona unsere Lieblingsmiliz unter der Hand abwerben will. Die Regierung gerät in Panik und denkt, verlängern wir, bevor es zu spät ist. Aber hey, Gewaltverbrechen auf Niedrigstand, obwohl es vermutlich darauf ankommt, was man dazu zählt. Wenn man Gewaltverbrechen einschließt, die der Staat selbst oder Albion begehen, der geschätzte Vertragspartner für solch spottbillige und wertvolle Dienste wie Leutverprügeln anbietet, dann würde die Statistik wohl nicht mehr ganz so gut aussehen. Ich weiß nicht, Sie haben wahrscheinlich sogar recht. Wer hat heutzutage denn noch die Chance, Gewaltverbrechen zu begehen? Sobald du ein Obstmesser in die Hand nimmst, wirst du von einem Roboter getasert und abgeschoben, weil du bulgarisch aussiehst. Die Gesellschaft ist viel friedlicher, nur halt keine richtige Gesellschaft mehr. Ich will Einzelheiten über die Verträge wissen. Werden Sie pro vermöbelten Dissidenten bezahlt? Ein fester Betrag für jede zusätzliche Staatswillkür? Und wie hoch ist dieser Betrag? Was meinst du? Es scheint auf jeden Fall so, als müssten Sie ein bestimmtes Soll erfüllen. Wie hoch ist wohl der Pro-Kopf-Betrag? 99,95 Kryptos? Ein Schnäppchen. Scheint mir mehr als annehmbar. Vermutlich verlangen sie eh nicht zu viel. Weil es einfach toll ist, für sein Hobby auch noch bezahlt zu werden. Kommt ihnen sicher gar nicht wie Arbeit vor. Ich meine, wer braucht überhaupt noch Gewaltverbrechen? Man kann auch verhungern, ohne auch nur einen Bandenkrieg anzuzetteln. Fragen wir uns also, was hält der Premierminister von all dem? Fragen wir ihn doch. Hallo, Sie sprechen mit Downing Street Nummer 10. Hallo, ist der Premierminister zu sprechen? Ein Moment, sorry, Sie haben ihn verpasst. Er ist leider kurz mal ein Jahrzehnt weg. In unserer heutigen Episode von The Upload sprechen wir darüber, wie Bagley es geschafft hat, London zu erobern. Eins meiner Lieblingsthemen. Ich könnte stundenlang über den Aufstieg des KI-Systems reden. Es ist leicht, seine Ursprünge zu vergessen, so allgegenwärtig, wie es heute ist. Bagley ist einfach fester Bestandteil des Alltags. Bagley ist die Dienst-KI, die in jedem Optikgerät integriert ist. Immer wenn man eine Optik nutzt, ist Bagley zur Stelle. Die KI wird von Blooms Befehlszentrale aus in alle Optics gestreamt. Entwickelt wurde sie von Sky Larsen, unserer Technologieheldin, als Teil ihrer techno-utopischen Pläne für die Welt. Warum hat sie sich wohl so schnell verbreitet? Also mich überrascht es überhaupt nicht, dass Bagley so beliebt geworden ist. Er ist lustig, nützlich, schnell. Ein toller Begleiter, der das Leben wirklich um einiges einfacher macht. Wenn man auf all die Dienst-KIs zurückblickt, die es davor gab, dann können die einfach nicht mithalten. Wenn man Bagley etwas fragt, egal was, bekommt man eine schnelle Antwort und jede Menge Informationen. Ich habe Bagley mal einen ganzen Tag lang alle meine Nachrichten beantworten lassen. Es ist einfach niemandem aufgefallen. Die Mitbewerber konnten Bagley nicht das Wasser reichen. Ihre Antworten waren deutlich schlechter. Sie verstanden einfach nichts. Bagley macht fast immer alles beim ersten Mal richtig. Weißt du überhaupt, warum Bagley seine Konkurrenz tatsächlich besiegt hat? Es liegt wahrscheinlich an den Daten, oder? Seit BrokerTech sich mit Bloom zusammengeschlossen hat, läuft alles anders. Und das ist ganz und gar nicht so toll. Bloom hat Daten über jeden und sie erheben über dein Optik-Headset Daten zu allem, was du im Internet tust. Ist die KI nicht nur dank Blooms Überwachung so gut? Naja, das kann schon sein. Aber über diesen Aspekt rede ich nicht besonders gern. Bagley ist so besonders, gerade weil er mit diesen gewaltigen Datenmengen gefüttert wurde. So funktionieren diese KI-Systeme. Oder zumindest war das früher so. Wir wissen kaum etwas über die neueste Version, weil diese Technologie so streng geheim ist. Aber sie verfügen über riesige Mengen Trainingsdaten, quasi eine Megadatenbank, mittels der man der KI erklärt, wie Verhaltensmuster funktionieren. Wenn du also immer den gleichen Weg nach Hause nimmst, dann sagt sie dir voraus, wann du aufbrechen wirst und besorgt dir ein selbstfahrendes Auto, noch bevor du sie darum bittest. Das ist erschreckend. Irgendwie will ich nicht, dass dieser Datenhaufen mein Leben gestaltet. Manchmal versteht er zu viel. Es gibt Gerüchte über eine gehackte Version von Bagley. Davon habe ich gehört, ja? Angeblich nutzt DeadSexy. Würde ich denen zutrauen. Jeder weiß, dass sie keine großen Fans von Bloom sind. Aber die Vorstellung von einem aufgemotzten Bagley, der ohnehin schon so intelligent ist, gruselig. Was sie mit ihm wohl so alles anstellen?
Hallöchen, da sind wir wieder mit The Upload. Heute werden wir über CTOS 3.0 sprechen. Das städtische Betriebssystem, auf dem jetzt ganz London läuft. Falls es wirklich noch jemanden gibt, der es nicht weiß, CTOS wurde zuerst 2014 in Chicago und dann 2017 in San Francisco eingeführt, bevor es zu uns nach London kam. Und bei jeder Einführung gab es eine mehr oder weniger totale Katastrophe. Für alle, die uns zuhören und das Glück haben, die chaotischen Szenen in London nicht live miterleben zu müssen, ihr dürft nicht vergessen, dass der Telecoms Tower jetzt Bloom gehört. Der Tower thront über dem Nordwesten Londons. Er war schon immer ein wesentlicher Knotenpunkt des Fernseh- und Kommunikationsnetzwerks des Vereinigten Königreichs. Wobei man nie wirklich wusste, was genau dort so läuft. Und jetzt gehört er Bloom. Dadurch wird alles noch geheimer. Ja, jetzt geht alles, was Teil von Blooms städtischen Überwachungssystem ist, durch den Telecoms Tower. Und ich muss sagen, das Ding sieht absolut lächerlich aus, mit dieser albernen Krone drauf und dem blauen Licht. Was soll das überhaupt? Was bringt das? Ich glaube nicht, dass das überhaupt einen Sinn hat. Eine Schande für das Stadtbild, wenn du mich fragst. Und er ist der Punkt, von dem Millionen Menschen aus kontrolliert werden. Das Netzwerk und Bagley werden ebenfalls von dort aus betrieben und gestreamt. Und vergiss nicht die autonomen Autos. Ich dachte immer, dass die ganz von selbst fahren. Nein, CTOS ist das große Steuersystem hinter den Autos. Naja, ganz zu Beginn der autonomen Fahrzeugtechnologie sind die Dinger noch selbstständig gefahren. Sie besaßen eine Reihe von Sensoren, mit denen sie die Welt um sich herum erkannten. Zum Beispiel mit Radar, der in die Ferne schaut, während Lidar nahe Objekte erkennt. Und auch wenn die Autos manche dieser Technologien nach wie vor nutzen, ist Bloom in der Lage, mit CTOS und seinen detaillierten Karten und Daten über London die Kontrolle zu übernehmen. CTOS kann die Kontrolle über dein Auto übernehmen, wenn du falsch parkst. Überrascht mich nicht, dass nur noch selbstfahrende Autos erlaubt sind. Aber das System ist so schlecht. Immer wenn ich eins von den gemeinschaftlichen autonomen Autos nutze, bleibe ich in Staus oder Straßensperren stecken. Jedes Mal. Das nervt. Ganz zu schweigen von den Unfällen. Ich habe schon so oft gehört, dass Autos aufeinander aufgefahren sind. Manchmal sind die Dinger schlimmer als menschliche Fahrer. Die Technologie sollte eigentlich alles besser machen, aber Bloom hat es so vermasselt, dass London jetzt nur noch chaotischer ist als vorher. Ich habe die Autos längst aufgegeben. Ich nehme nur noch Fahrräder, die sind zumindest noch nicht autonom. Und dann noch die Daten, oh Gott, die Daten. Alles, was Bloom darüber weiß, wie du und dein selbstfahrendes Auto euch in der Stadt bewegt, wird gesammelt und in das große Informationskontrollsystem eingespeist. Oh nein, nicht schon wieder Bloom und Datenschutz, du kaputte Schallplatte. Nicht so kaputt wie Londons Autos. Hallo und willkommen zur heutigen Episode von The Upload. Wir unterhalten uns über die Optik und wie sie unser Leben verändert hat. Wie ihr sicher wisst, hat Bloom bei der letzten Toan-Konferenz eine neue Optikversion angekündigt. Aber seitdem haben wir aufgrund der dramatischen Ereignisse kaum davon gehört. Denken wir also zurück und betrachten wir die Technologie. Ich meine, die Optik hat alles verändert. Mit ihr kann man Dinge in AR sehen. Man braucht kein Smartphone mehr. Man hat jetzt einfach dieses kleine Implantat, das Signale an den Sehnerv sendet. So kann man E-Mails lesen, Anrufe entgegennehmen und im Internet surfen, als hätte man den Bildschirm direkt vor Augen. Anstatt ein Telefon herumzutragen, braucht man nur dieses kleine Handgerät. Viel leichter und deutlich komfortabler. Einfach super. Vicky, das klingt ja, als würdest du die Optik echt lieben. Glaubst du wirklich, sie hat unser Leben verbessert? Naja, klar. Sie macht auf jeden Fall viele Dinge einfacher. Man kann im Handumdrehen Leute anrufen. Einfach auswählen, mit wem man reden will und schon geht's los. Kein großes Ding. Und im Internet surfen geht auch viel flotter. Ich weiß noch, wie man sich mit Tastatur und Maus an einen Computer setzen musste und alles manuell eintippen durfte. Am allerbesten finde ich die öffentlichen Verkehrsmittel. Mit der Optik geht man einfach direkt in die U-Bahn. Sie dient sogar als Reisepass. Ich muss nicht erst lange herumsuchen, wo ich meinen alten Reisepass habe, wenn ich ins Ausland will.
Außerdem finde ich, dass die Marketingstrategie der Optik, also sie kostenlos zu machen, ziemlich genial ist. Genial? Blum war bei dieser Aktion doch absolut berechnend. Sie haben uns dieses drakonische Gerät einfach nur aufgedrängt. Klar, alle wollten es haben. Kostenloses WLAN, gratis Telefonieren. Das hat definitiv geholfen, aber es ist ja nicht so, als würde man das Ding unbedingt zum Leben brauchen. Warum hast du sie so sehr? Es ist einfach furchtbar. Man gibt jeglichen Datenschutz auf und nimmt es hin, dass man überwacht wird. Eigentlich hätten die Regierung und Blum die Optik gar nicht vorschreiben müssen. Dadurch haben sie nur auch noch den letzten Verweigerern eine verpasst. Wenn kostenloses Datenvolumen nicht überzeugend war, reichen Geld und Haftstrafen für eine fehlende Optik am Ende dann doch. Was meinst du mit Datenschutzproblemen? Darüber hört man doch gar nichts mehr. Und warum hört man nichts mehr darüber? Weil wir bei der Optik keine Wahl haben. Ja, sie ist komfortabel und Pflicht, aber jeder hat vergessen, was sie überhaupt bedeutet. Wir haben hier eine Firma, die im Prinzip alle Daten über dein Leben besitzt. Blum sieht alles, was du siehst. Nichts ist mehr privat. Ich wünsche mir so oft, dass niemand weiß, wo ich gerade bin, mit wem ich mich unterhalte, was ich mache. Nicht mal, weil ich irgendwas Verbotenes mache, sondern weil ich in Zukunft nicht von einem Hacker erpresst werden will. Und wegen Blums Vertrag mit der Regierung kann nicht nur Blum alles sehen, was ich tue, sondern eben auch die Regierung. Das Vereinigte Königreich als Staat ist das absolute Überwachungsparadies geworden. Ich glaube, du siehst das ein wenig arg pessimistisch. So schlimm ist das gar nicht. Da täuschst du dich aber gewaltig. Ich will nicht, dass jeder mitverfolgen kann, wohin ich in London gehe. Dann könnten dich vielleicht diese Gerüchte interessieren, die ich gehört habe. Wusstest du schon, dass DedSec-Hacker eine Möglichkeit gefunden haben, die Optikverbindung zu Blum zu umgehen? Machen sie das Ding tatsächlich besser oder brauchbar oder sogar benutzerfreundlich? Naja, es heißt, sie haben es geschafft, ein verschlüsseltes Signal zu generieren. Das könnte bedeuten, dass deine Welt wieder ein Stück weit privater wird und du endlich die tollen Vorteile der Optik genießen kannst, ohne dabei solche Angst vor Überwachung zu haben. Die Optik ist der Tod der Privatsphäre. Keine DedSec-Registrierung erkannt. Identifiziere dich oder ich verriegle die Ausgänge, hacke deine Optik und lese dir jede Mail vor, die du jemals besoffen verfasst hast, bis du elendig verhungerst. Witzbold, ich schreibe nie betrunken. Und Sabine schickt mich. Sabine lebt. Das ist eine gute Nachricht. Ich bin Begley, DedSecs definitiv nicht gestohlener, fortschrittlicher KI-Assistent. Und ich war wohl ein paar Monate außer Betrieb. Warum verbindest du mich nicht mit dem DedSec-Netzwerk, damit ich mächtiger werde, als du dir überhaupt vorstellen kannst? Ich meine, damit ich rausfinden kann, was ich verpasst habe. Netzwerk. Lade unsere Datenbanken und Nachrichtenarchive runter. Oh nein. Terrorgruppe DedSec verantwortlich für Bombenanschläge in London? Dalton Wolf ist tot? Da lasse ich euch eine Sekunde allein und ihr verkackt es sofort. Die ganze Welt glaubt, DedSec steckt hinter den Anschlägen. Wer sind also die echten Bösewichte? Ich habe eine Erinnerungslücke. Nachdem Dalton... Na gut, seien wir ehrlich. Nachdem ich die Bombe beim Parlament entschärft habe... Ich weiß nicht genau, was passiert ist, nachdem ich offline war. Bisher kann ich nur sagen, dass eine unbekannte Hackergruppe namens Zero Day beteiligt war. Ich glaube, Zero Day hat die Anschläge geplant und DedSec die Schuld in die Schuhe geschoben. Komm zu meinem Terminal. Sabine bittet um einen Videoanruf. Verbinde jetzt mit Sabine Brandt. Ich schlage vor, du hörst dir gut an, was sie zu sagen hat. Da bist du ja. Schön, dass du hier bist. Begley. Gott, es tut gut, deine nervige Stimme zu hören. Ist dein Speicher intakt? Nicht annähernd. Die letzte Aufzeichnung ist die Razzia im Hauptquartier. Meine einzige Spur ist eine Gruppe namens Zero Day. Klingelt da was? Nein. Aber die Angreifer beim HQ waren Männer in Schwarz. Dieselben wie beim Parlament. Vielleicht Komplizen.
Wir hatten keine Chance. Sie schossen alles kurz und klein. Wow, du hättest tot sein sollen. Wieso bist du's nicht? Ich floh durch die Kanalisation nach Camden. Ein Kontakt brachte mich aus der Stadt und seitdem habe ich mich im Norden versteckt. Sehr klug. Dein Profil ist im städtischen Überwachungssystem als vorrangiges Ziel markiert. Schon bei einer Teilidentifizierung würde man dich sofort erschießen. Gerade ist DedSec Londons Erzfeind Nummer 1. Ich will Bösewichte jagen. Aber ich mag nicht erschossen werden. Hör zu, wenn jemand die Risiken kennt, dann ich. Ich habe alles und jeden verloren. Am Ende sieht es so aus. London ist auf dem Weg zur Hölle. Und wenn DedSec das nicht ändern kann, glaub mir, dann kann's keiner. Die Stadt braucht einen Widerstand. Und er beginnt mit dir. Was sagst du? Ich hab keine Angst. An die Arbeit. Großartig. Neuer User registriert. Willkommen bei DedSec. Es wäre unverantwortlich von uns, dich nackt und schutzlos in die Welt rauszuschicken. Du findest im Versteck Ausrüstung, die für deine DedSec-Arbeit unerlässlich ist. Wir haben eine ausgeklügelte Methode, um deine Identität vor der Gesichtserkennungstechnologie zu verbergen. Man nennt sie Maske. Und wenn wir schon hier sind, könntest du auch deine Garderobe etwas auffrischen. Ich meine, schau dich doch mal an.
hast jetzt all das schicke neue Spielzeug. Aber es ist auch wichtig, die Grundlagen zu kennen. Du musst lernen, wie man zuschlägt und wie man einsteckt. Albion dreht durch, wenn du mit einer Waffe ankommst. Die knallen dich gnadenlos ab. Wir wollen Kollateralschäden vermeiden. Bei DedSec benutzen wir Waffen nur im äußersten Notfall. Hast du schon Connie Robinson getroffen? Ihr gehört der Pub. Sie ist ein alter DedSec-Kontakt und eine ausgezeichnete Amateurboxerin. Geh zum Übungsring, dann zeigt sie dir, wie du dich behauptest, wenn dich jemand verprügeln will. Ich komme gleich runter, kann das Training brauchen. Fangen wir mit einfachen Schlägen an. Sei nicht schüchtern. Schlag zu. Jawoll! Du musst unter meinem Block durch. Finde meinen Schwachpunkt. Ja, guter Schlag. Ja, guter Schlag. Und jetzt Fußarbeit. Du musst Abstand gewinnen. Du lernst schnell. Genau so. Eine Fähigkeit musst du noch lernen. Die Kontaktpflege. Der Rest deines Teams ist da. Warum plauderst du nicht ein bisschen? Willkommen bei DedSec. Ich freue mich, hier zu sein. Lasst uns loslegen. Hallo. Weißt du, ich glaube, DedSec würde wirklich von einem Orientierungspaket oder Seminar oder sowas profitieren. Ja, dein Training ist der Job. Keine Sorge, du schaffst das. Nachdem ihr jetzt dicke Cyberfreunde seid, würde Sabine gerne mit euch sprechen. Arbeit, Team. Es ist schön, dass sich das Versteck endlich wieder füllt. Der einzige Weg, um London vor der totalen Unterdrückung zu retten, ist der Wiederaufbau des Widerstands. Wir müssen rekrutieren, trainieren und unser Arsenal auffüllen. Die Leute warten darauf, aufzubegehren und ihre Stadt zurückzuholen. Wir müssen ihnen nur zeigen, dass DedSec auf ihrer Seite kämpft. Okay, aber ich bin zu DedSec gegangen, um Bösewichten die Köpfe einzuschlagen. Durch diese ständige Albion-Prügel fühle ich mich auch nicht sicher. Aber das bringt bestimmt Geld. Und Clan Kelly nutzt die Gelegenheit voll aus. Wir müssen was unternehmen. Wahr, aber denkt dran, dass da noch diese Zero-Day-Hacker-Gruppe ist. Sie haben DedSec schon einmal besiegt und sie werden es wieder versuchen. Ich glaube, dass sie die Anschläge verübt und DedSec beschuldigt haben. Mit eurer Hilfe werde ich der Sache auf den Grund gehen. Dann haben wir viel zu tun. Genug geredet. Befreien wir London.
Erster Punkt auf der Liste, der Signals Intelligence Response Service oder SRRS oder die Earl Grey Gestapo hat eine Überwachungstechnologie namens AR-Rekonstruktion entwickelt, modernste Verletzung des Rechts auf Privatsphäre und genau deshalb eventuell sehr nützlich, um Zero Day zu finden. Wir müssen Schadensbegrenzung betreiben, wenn wir nicht als ein Haufen brutaler Schläger dastehen wollen. Ich überlasse es ganz dir, wie du auftreten willst, aber denk dran, du repräsentierst jetzt DedSec. Das musst du sehen. Am besten finde ich das viel Glück. Bei deiner Fresse wirst du das Ganze nicht verbrauchen. Als ich mich umsehe, tut mir schrecklich leid, dass ich helfen soll. Habt ihr das gesehen? Ich mach alle bei diesem Spiel platt. Ich rede mit dir. Lust auf eine Runde Dart? Okay. Aber wow, diese Energie. Alle waren unglaublich getestet. Du hast
so eng. Springst du? Muss das jetzt passieren? Komm schon. Also, wir saßen doch nicht mal 10 Minuten. Das ist echt zu nah. Hey, was ist dein Problem? Ach, hau mal. Scheiße, Mann, ich weiß. Das macht doch gar keinen Sinn, sowas zu vertuschen. Also selbst so wie es doch da steht, so schweigen. Ich glaube, es ist zu eng. Nur wenn dann mal die Käfer lustig machen. Quatsch. Okay. Witz? Warum muss das jetzt passen? Sie sind verpflichtet, jegliche Anweisungen von Albion-Mitarbeitern zu befolgen. Das ist gut. Nicht befolgen hat Konsequenzen zur Folge. Ich bin nicht kein Pessimist. Hey, diese red mit mir. Mit der Ruhe, okay? Sprich dich dumm von der Seite an. Viel Glück! Bei deiner Fresse wirst du das ganz sicher brauchen. Schrecklich leid, dass ich helfen wollte. Was soll das? Ach du Scheiße. Hey, wo willst du denn hin? Warum ist das jetzt passieren? Wenn wir die Sachen nicht bräuchten, wären sie auch nicht hier. Soll dein Outfit rein? Stellt das um ein weiteres Problem. Ach du Scheiße. Ist Scheiß zu glauben? Freies Land. Schalt mal ein, was das gebracht hat, okay? Ich bin der Dorfmeister! Wer möchte mich herausfordern? Hä? Niemand! Wollt ihr die Zähne raushauen, hast du keine große Klappe mehr? Okay, dann halt nicht. Ist ja nicht mein Problem. Im Ernst jetzt? Spinnst du? Genug. Ist das ein Witz? Das soll wohl ein Scherz hey, sein. Hey, was ist da? Warum muss das jetzt passieren? Also, wir saßen noch nicht mal 10 Minuten. Ausgefallen. Fängt der Typ an, jetzt zu erzählen, dass jede Seite Wahrheit eine Scheibe. Unfassbar, ich weiß. Das macht gar keinen Sinn, sowas zu vertuschen. Als würden die Milliarden an Bestechungs- und Schweigegeldern ausgeben, nur um sich dann über ein paar Kiffer machen zu können. So Quatsch. Nach dem ersten Drink bin ich gegangen. Könntest du mir endlich mal aus der scheiß Sonne gehen? Fick dich, okay? Hey, red mit mir. Scheiße, Mann. Schalt mal einen Gang runter, okay? Scheiß auf dich, Bro. Du bist doch hirnamputiert. Ein Wunder, dass du überhaupt atmen kannst. Wie geht's denn so? Wenn du dich nicht abregst, rufe ich die Polizei. Doch. Freies Land. Wer uns das gebracht hat. Ach du Scheiße. Dieser Scheiße. Hallo, ich rede mit dir. Warum muss das jetzt passieren?